Definition Liebe sind nicht die Geschenke oder diese drei Worte. Liebe ist etwas, was du nur tief in dir tragen kannst. Das Herz der Liebe. Hallo meine liebe Melli, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu dem Sternzeichen Orakel hier für die kommenden 4 Wochen für dich. Mit der wundervollen Neumond-Energie, was möchte sich zeigen jetzt für alle Sternzeichen? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich beginne hier einmal mit den Sternzeichen Wassermann, Fische und Wiedergeborenen. Alle weiteren Sternzeichen findest du einmal in den weiteren Videos. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Alle Kartendecks findest du in der Infobox sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für dich zeigen? Wir haben hier zuallererst die Entspannung für dich. Ich bekomme hier sehr stark, dass du jetzt, ist speziell, dass du jetzt herausfinden wirst, woran eine gewisse Schlaflosigkeit bzw. eine gewisse Unbeständigkeit, etwas Unregelmäßiges im Schlafrhythmus bekomme ich hier, ja? Das bekomme ich hier als allererstes rein, warum etwas Gewisses stattgefunden hat in deinem Leben, woran etwas Bestimmtes gelegen hat. Also das ist das allererste, was ich hier bekomme. Wir schauen hier, schau mal, in der Liebe, irgendwann werde ich da sein und dir beweisen, dass ich mich verändert habe. Also, einige Veränderungen finden statt in deinem Leben. Etwas, was du bislang oder generell dein Gegenüber oder etwas, was familiär war oder etwas, worüber man lange nachgedacht hat, etwas, was in der Transformation liegt, etwas, wo man die Sichtweise, den Blick für dessen diesbezüglich eben auch bekommt. Ich bekomme Schwung. Ja, du bekommst neuen Schwung. Du bekommst neue Energie. Du wirst auch wissen, woran etwas ganz, ganz Bestimmtes gelegen hat. Aufgrund, ja, das können Schmerzen sein, das kann etwas Seelisches sein, das kann etwas Körperliches sein. Auch das, ja, es kann hier etwas mitunter auch verdrängt worden sein in Form Familie. Das können ganz, ganz unterschiedliche Themen sein, die zurückliegend sind, ja. Sind hier kurz Orakel. Generell ist es hier so, dass du jetzt wirklich deine Ketten sprengst. Du sprengst deine Ketten, du gehst in eine wundervolle Energie hinein. Etwas geht zu Ende. Etwas, wo du lange gekämpft hast, wo du lange gebraucht hast, wo du lange, lange, ich bekomme hier wirklich so nächtelang nachgedacht oder lange, lange man sich zurückgezogen hatte, nachgedacht hat. Ja, man hat sich so ein bisschen abgegrenzt, ja, auch von der Familie, sich irgendwie abgegrenzt oder generell etwas, ja, aufgrund einer Situation, aufgrund Verletzungen. Ja, ob das jetzt nur verbal war oder ob das wirklich körperlich eben auch war, ganz, ganz unterschiedlich, bekomme ich hier beides eben auch rein, ja, in diese Konstellation. Generell geht es hier darum, dass du wirklich so die Ketten jetzt sprengst.
Ja, also ganz, ganz eindeutig in der Form. Ich sehe hier viel Vergangenheit. Erzengel Michael sagt mich hier, dass es viel mit der Vergangenheit zu tun hatte, viel in einer Schwere eben auch war, ja, wo man geschluckt hat, wo man ja so einfach sich nicht befreien konnte, einfach in diesen so zwanghaften auch war. Es bekommt so etwas Zwanghaftes eben auch war. Ja, kann mitunter eben auch aufgrund Familie, Zwänge und sein. Ganz, ganz unterschiedlich, ja. Ob es zurückliegend ist oder ob es generell in einer Situation ist. Hier ist sehr viel Schutz, du bist sehr stark beschützt. Sehr viel Bewusstsein, sehr viel Klarheit, sehr viel Wahrheit, sehr viel Erkenntnisse, sehr viel Loslösung von dessen. Ja, also ganz, ganz viel Loslösung von einer Situation, woran man sich selber gehindert hat, wo alles insgesamt eine große Rolle eben auch gespielt hat. Ja, ob das familiäre Muster waren oder ob das generell etwas ist, wo du jetzt wirklich deine Ketten sprengst und nach vorn schreitest. Ja, auch kann es sein, dass viel mit der Umstandssituation zu tun hatte in Form anderer Personen. Auch das nochmal. Du kommst sehr stark in deine Stärke. Also absolute Kraft und Stärke. Ich sehe, dass du dir selber etwas beweisen möchtest. Es ging eventuell für den einen oder anderen, bekomme ich hier nur für zwei Personen, um etwas dem Vater zu beweisen, der Mutter zu beweisen und. Ja. Aber hier ist dieses klare Bewusstsein in Form, man beweist sich jetzt selber. Ja, also man lebt für sich, man ist für sich da. Es kommt sehr viel Klarheit, dass man im Leben letztendlich auch auf sich allein gestellt ist. Bekomme ich hier sehr stark rein. Ja, also noch einmal mit Erzengel Michael, du bist ganz, ganz stark beschützt. Alle Sorgen und Ängste dürfen sich auflösen bei dir. Wenn du möchtest, kannst du mit Erzengel Michael arbeiten, ohne jegliche Utensilien. Er wird dich immer sofortigen von diesen Dingen, die dich bedrücken, auch befreien. Ja? Also auch das nochmal. Es geschieht knallhart, das ohne Frage. Also wenn man da intensiv ins Gebet geht, ist das schon etwas, was dich von diesen ganzen Barrieren löst. Ja? Also auch das. Und dazu gehört höchstwahrscheinlich auch im Umstand einer Situation gehören bzw. gehören da Personen dazu. Ja, also auch das, woran man sich selbst gehindert hat. Der Eremit sagt mir, dass entweder jemand oder aber auch du lange über eine Situation nachgedacht hast in Form Familie. Das kann Familie generell eben auch sein, Themen, die man mit der Familie eben auch hat, Zusammenführungen. Ja, auch das nochmal. Schau da bitte individuell für dich. Wir haben hier eine sehr starke, signifikante Veränderung, was dich beinhaltet. Du hast sehr große Arkane, du hast hier den Tod, du hast das Rad des Schicksals, du hast den Eremit und die Stärke. Ja, und in dieser Angelegenheit, du bekommst sehr starke Impulse. Hier ist Ideen-Einfallsreichtum. Du wirst sehr viele Ideen haben, indem du dich lange zurückgezogen hast, indem oder man sich lange zurückgezogen hat, ja, also von den Impulsen her, vom Ideenreichtum ist das Nonplusultra. Wenn du hier für das Berufliche schaust, herzlichen Glückwunsch, absolut, zehnte Münze, mehr gibt es nicht, ja, also da ist es definitiv etwas, wo du expandieren wirst, ja, also wenn das in deinem Vorhaben ist, wirst du expandieren, ja. Du bist in diesen Dingen sehr stark gesegnet, in Form dieser Impulse auch zu erhalten, diese Impulse eben auch zu bekommen. Gleichzeitig ist hier sehr viel Feuer, es ist Energie, es ist Temperament, ja. Wie schon gesagt, man unterdrückt nicht mehr. Also wenn man etwas unterdrückt hat in Form Schmerzen und, wird man da in die Gegebenheiten gehen, das dann eben auch abchecken lassen. Auch das nochmal, ja. Die Stärke, sehr starke Zweifel haben dich an etwas gehindert. Lass dich nicht aufhalten und hindere dich nicht an deinen eigenen Schatten irgendwo, ja. Also hier bist du definitiv mit der Kraft,
hier bist du definitiv mit den Impulsen, hier bist du definitiv in dieser Vorangehensweise deiner. Ja? Das Rad des Schicksals, Transformation, 10 der Münzen, wundervolle Veränderungen sind in Sicht. Es ist dieses Aufwachen. Es kann sein, dass du in einer gewissen Schwere warst, das heißt in einer Müdigkeit oder eine Phase hattest in Form Müdigkeit. Auch das wird gehen. Ja? Es kommen schicksalshafte Veränderungen auf dich zu. Das Rad des Schicksals in dieser Konstellation ist definitiv etwas, wo du glücklich sein wirst. Ja, ist definitiv etwas, wo das Rad des Schicksals es gut mit dir meinen wird. Ja? Also auch das schauen wir hier nochmal in einer Konstellation in Form Liebe. Schau mal hier, ich sprach von dem Mond vorhin. Ja? Also etwas ist hier in der Familie. Also definitiv etwas, woran man in der Vergangenheit eben auch sehr stark gelitten hat. Ich sehe mit den drei der Schwerter, mit dem Mond, familiäre Situation etwas, wo du lange auch zu kämpfen hattest. Ja, aber noch einmal, es geht raus. Schwere, Transformation, Leiden, Schlaflosigkeit und wird beendet in einer Situation. Wir schauen. Der Tod, was zeigt sich hier? Ja, schau mal hier. Folge deinen Träumen und Wünschen. Greife zu den Sternen. Greife zu den Sternen. Hol sie dir alle einzeln runter. Im Metaphorischen gesprochen. Aber hier ist das etwas, was enorme Kraft gekostet hat. Enorm. Ich bekomme wahnsinnige Gänsehaut, weil das ist enorm. Das ist definitiv enorm. Ja? Also was ich hier zeigen möchte, ist, kommt so viel Bewegung. Du hast dir etwas gewünscht. Du hast dir etwas gewünscht. Solltest du dir noch nichts gewünscht haben, wünsche dir etwas. Ja? Also ganz, ganz eindeutig, hier kommt einiges ins Rollen für dich. Aber enorm. Enorm, enorm, enorm. Schau dir das bitte an. Mehr gibt es nicht, meine Liebe, mein Lieber. Mehr gibt es nicht. Harmonie, Freude, Wohlbefinden, Erfolg. Wundervolle Energien, wundervolle Energien. Ein Wunsch möchte sich erfüllen. Bleib dran. Ja, bleibe dran an deine Wünsche. Geh in die Ansätze. Ganz, ganz wichtig für dich. So, 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 so sehr hast du dir etwas gewünscht. Ob es um Reisen geht, ob es um die Familie geht, ob es all in, irrelevant, um was es geht. Business, Liebe, du hast dir etwas gewünscht oder wirst diesen Wunsch absenden und du wirst nicht mehr unterdrücken. Du sprengst deine Kette. Alles, alles Liebe hier für dich. Schauen wir hier weiter für die Fische Geborene. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich. Was möchte ich für die kommenden 4 Wochen auf dich zu kommen? Was ist nur los mit mir? Du hast mir den Kopf verdreht. Also, eine Person ist ganz, ganz klar in Gedanken, in Form deiner. Nur ist es hier eine Gegebenheit, wo man dich versucht zu pieksen. Kann auch generell etwas mit Spritzen zu tun haben. Ja, das bekomme ich hier auch gerade rein. Also eine Gegebenheit, die hier ganz, ganz eindeutig mit anderen Personen zu tun haben. Hier zeigen sich unterschiedliche Themen eben auch. Generell ist es so, dass du beobachtet wirst. Du wirst beobachtet, ob das im Beruflichen ist oder ob das generell eben auch etwas ist. Es liegt etwas in dieser Schwere eben auch drin. Ja, du bist hier stark mit dieser Schutzenergie. Wir haben hier Erzengel Michael an deiner Seite. Löse bitte deine Ängste auf, ist ganz, ganz wichtig. 9. Schwerter, du bist hier ein selbstprophezeiender Gedanke. Das darf gehen. Es ist ganz, ganz wichtig, rauszugehen, dir Gedanken und Sorgen zu machen. Ja, ich bekomme schon etwas Permanentes und das kann damit im Zusammenhang stehen. Jemand macht dich irgendwie verrückt.
Ja, in Form ist aber auch so, jemand möchte dich verrückt machen. Das liegt hier nicht ohne. Also hier, ob das jetzt Stalker, Stalkerinnen sind, irrelevant. Ja, also jemand hat das irgendwie ja ein bisschen fies auf dich abgesehen. Ja, jemand ist sehr gemein, ja, und versucht irgendwas zu sabotieren, irgendetwas da zu tun in deine Richtung. Ja, also du spürst es schon lange. Es ist definitiv so, dass du das weißt, du spürst das. Und du bist in diesen Dingen, dass du dir der Rat und Hilfe und Unterstützung eben auch holst. Das kann jetzt generell auch die ärztliche Fürsorge oder generell die Unterstützung eben auch sein. Schau mal bitte im Außen, ist es wichtig, sich in dieser Angelegenheit professionelle Hilfe und Unterstützung eben auch zu holen. Denn jemand versucht etwas zu sabotieren. Ja? Das kann generell sein in einer Firma, da werden Minuszahlen geschrieben. Ja, das ist ganz, ganz speziell. Jemand versucht da irgendwie so zwischen zu funkeln, etwas zu sabotieren mit Absicht. Das liegt hier definitiv so drin, dass man das mit Absicht tut. Ja? Du bist hier fleißig, du bist in Aktion, du tust etwas und irgendwie stellst du fest, dass das Ganze irgendwie immer nach hinten losgeht. Ja? Weil hier ist eine enorme Energie, wo man dir etwas nicht gönnt. Ja, also du hast es definitiv mit Personen zu tun, die da irgendetwas versuchen zu sabotieren. Es geht hier darum, dass du auch etwas in einer Angelegenheit schützen lässt. Schütze dich, Protection bekomme ich hier. Schütze dich und lass etwas schützen. Bevor andere so, ich bekomme hier Gaia, ja, also das ist schon so sehr stark in Form Hartnäckigkeit, sehr stark in Form Habgier und sehr stark in der Form, dass du eben auch bewusst schauen darfst. Das kann natürlich auch sein, dass du hier wirklich schauen darfst in Form Beratungen, ja, also wenn du dich da in Form Business oder was das auch immer ist, dass du dir einen Berater eben auch an die Seite holst. Lass alles nochmal abchecken, prüfe alles nochmal, wenn es generell um Prüfungen etc. etc. eben auch geht, woran das Ganze eben auch lag. Ist ganz, ganz wichtig hier nochmal, weil ihr seht es zurückliegend und schau bitte, wen du dir da auch an die Seite eben auch nimmst. Ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, ja. Nicht, dass du investierst in eine Angelegenheit, wo du dann plötzlich noch mehr irgendwie bezahlen musst, ja, also schau da bitte, hole dir Informationen, hole dir gratis Informationen in Form, das können all in hier Berater sein, ja, also Berater in Form Business, Berater in Form Angelegenheiten, es können Steuern sein, das kann ja auch Steuerberater sein, das kann ganz, ganz unterschiedlich eben auch sein. Es ist etwas im Juristischen eben auch. Das kann ein Anwalt sein. Ja, der eine nimmt das, der andere das. Da schau bitte. Es ist ganz, ganz wichtig. Das bekomme ich speziell für eine Gruppe, dass du diesbezüglich da eben auch schaust. Ja, das ist definitiv etwas. Wir haben hier viel Schwerter und Münzen. Etwas, mit was mit dem Materiellen zu tun hat. Und eben auch Schwerter mit Positionen, Rechtsstreitigkeiten auch nochmal. Ja, dass du dir da in dieser Angelegenheit nicht vielleicht Hals über Kopf irgendwie den Erstbesten oder Erstbeste diesbezüglich eben auch greift, sondern informier dich, ja. Es ist ganz, ganz wichtig hier. Der Prinz der Stäbe in Kombination, ach, der Münzen, ich sehe, wie fleißig du bist, ich sehe definitiv, dass du hier versuchst und versuchst und versuchst, gehängte Position, du wirst aber in eine neue Sichtweise kommen, also es wird sich immer zeigen, wo du dann Informationen, gute Informationen bekommen wirst, ja. Da wirst du dir einen Berater diesbezüglich eben auch suchen, beziehungsweise eine beratende Stelle in dieser Angelegenheit. Also noch einmal, es geht hier um Münzen, ja? Und da wirst du ganz genau schauen, beziehungsweise auch etwas überprüfen lassen, ja? Etwas wird nochmal überprüft, dass etwas in der Vergangenheit, wo eine ganz, ganz bestimmte Person vielleicht nichts gemacht hat oder vielleicht das Dreifache oder. Ja, also in diesen Angelegenheiten. Es geht hier zumindest um rote Zahlen, ja, und herauszufinden in dieser Art, Weise und Form, woran das diesbezüglich eben auch gelegen hat, ja. Es kann jetzt hier auch mit Forderungen zu tun haben und du wunderst dich dann in dieser Angelegenheit, ja, und diese Person wird nicht ohne sein, ist sehr kontrollierend, auch mal in Dingen, dass man es mit einer Person zu tun hat, die sehr, sehr kontrollierend ist, ob das in der Partnerschaft ist, ob das generell eben auch ist, ja, Kontroll, Check bekomme ich hier auch rein. Ach, der Münzen und der Prinz der Stäbe. Es kann hier definitiv auch um eine starke Liebe gehen, um eine sehr starke Liebe.
Und zwar geht es da um die Akzeptanz bzw. um Personen, die das irgendwie nicht akzeptieren würden. Hier sehe ich, dass ein Part irgendwie jünger ist, ja? Oder älter ist, taller mal bitte. Dass da so sehr stark gefordert wird von dir und von dieser Person, ja? Also ganz, ganz eindeutig. Du gehst hier definitiv in den Aufbau, das sagt hier schon die 4 der Münzen und die 3 der Münzen. Also du wirst mit jemandem etwas aufbauen, jemand wird dir helfen in deiner Angelegenheit. Irrelevant, was das ist. Jemand wird an deiner Seite stehen und wird dir helfen. Weil das hier mit dem Page, der Stäbe, du hast hier auch gleich zweimal den Neustart. Jemand wird dir helfen, diesen Neustart geben. Ja, das kann generell etwas sein, wo du Budget eben auch bekommst, ja, für diesen Neustart. Kann eine beratende Funktion eben auch sein. Da schau bitte für dich, das sind kurze Orakel hier eben. Zumindest kommst du raus. Also es ist wirklich so, dass jemand dir eine Sichtweise vermittelt, wo du rauskommst. Ja, also man wird sich Überblick verschaffen. Hier ist es sehr stark, in den selbstprophezeienden Gedanken eben auch zu sein, weil man es mit sehr, sehr negativen Personen eben auch zu tun hat, also in dieser Konstellation, dass dich jemand pixeln möchte, dass immer irgendwie jemand dazwischen möchte und diesen scharfen Blick auf euch diesbezüglich eben auch hat. Kann im Beruflichen hier eben auch etwas sein, dass auch nochmal 3 der Münze, 4 der Münzen, auch etwas Aufbau. Es geht einmal um Aufbau, so oder so. Das kann hier auch um Aufbau, Aufbaukörper, Aufbauspritzen bekomme ich hier auch. Auch etwas, was mit einem Vitamin zu tun hat. Ganz, ganz unterschiedlich. Es kann im Beruflichen etwas sein, wo eine Schwere eben auch da ist in Form einer Flexibilität. Ja, also auch das. Da, wo du Springer bist, Springerin bist oder generell kann es um mehrere Jobs gehen. Es kann um etwas gehen, wo du jetzt in eine Veränderung eben auch gehst. Auch eine zu viele Belastung zeigt sich hier nochmal. Also auch da, wo du etwas nochmal genauer eben auch abchecken lässt. Ja, zeigt sich hier ganz, ganz eindeutig. Also auch hier sehe ich nochmal die Konstellation, dass das Ganze eben auch nicht ohne ist, aber hier auch sehr viel von Elan auch wieder reinkommt. Ja? Ich schaue nochmal weiter auf die Ausgangsposition. Was zeigt sich hier jetzt in der Schwerter? Ja. Es ist etwas, was sehr stark mit Niedergeschlagenheit zu tun hat. Ja, auch da sind es einige Dinge, die man hier, wonach man diesbezüglich eben auch schaut oder beziehungsweise wo man das dann eben auch anspricht. Ja, in der Liebe sind es ganz, ganz eindeutige Beobachtungen, aber dann ist es in einer Konstellation, wo entweder ihr gemeinsam zusammenarbeitet und wo da ganz genau geschaut wird. Ja, also auch das. Hier sind Prüfungen und Tests. Wenn es generell um etwas geht, wird etwas geprüft und getestet. Ja? Es könnte sein, dass du Tests eben auch abgibst. Labor bekomme ich hier auch. Also, dass du da irgendwie eine Untersuchung machen lässt und einfach irgendetwas abchecken lässt. Ja? Also, Tests kommen zurück. Schauen wir mal hier, was ich zeigen möchte. Der Mond macht dir nicht zu viele Gedanken. Ja, hier ist auch so schlaflose Nächte. Mach dir nicht so viele Gedanken. Also es zeigt sich hier wirklich, es kann mir wirklich sein, durch diese Schwere, dass sich etwas so im Burnout zeigt oder in der Überbelastung eben auch zeigt, gerade wenn es um mehrere Jobs gleichzeitig eben auch geht, auch das. Ja, also ganz, ganz unterschiedlich zeigt es mich hier, dass etwas so oder so hier rausgeht von einer Situation, wo du dann mehr den Überblick hast, wo du dann mehr, ja, auch in der Konsequenz sein wirst, wo du dann eben auch mehr hier in diese nächsten Steps deiner gehen kannst. Ja, ja, hier geht es schon mal 7 der Schwerter, so, und hier geht es schon so, ja, kann dich auch jemand bei der Arbeit irgendwie verraten haben, irgendetwas, ja, das kann was ganz, ganz Banales sein, was ganz, ganz Simples eben auch, aber wie schon gesagt, also bei dem einen oder anderen ist es so, dass eine bestimmte Person es auf dich abgesehen hat und oder beziehungsweise auf euch, ja, und da generell im Beruflichen eine harte Front irgendwo ist und wo man irgendwie immer was hat oder immer irgendwie da sich einmischen möchte. Ja, also ich sehe hier schon, dass jemand nicht teamfähig ist. Ja, also das zeigt sich ja auch nochmal ganz, ganz eindeutig. Das kann auch jemand Neues sein oder generell jemand, der dazugekommen ist und die Teamfähigkeit ist nicht das, was bislang geherrscht eben auch hat. Ja, aber ich sehe, dass du in dieser Situation
definitiv hier in dieses Hoch wieder gehst. Ja? Also das ganz, ganz eindeutig. Das sehen wir hier schon mit den drei der Münzen. Nochmal auf den Mond. Ist etwas hier die Schwere, weil du bist hier sehr, sehr fleißig in einer Angelegenheit. Es kommt raus, ja. Es geht um das Geben und Nehmen. Es geht definitiv, also es kommt raus. Ich sage hier, es geht raus, ja. Sechste Münzen ist das Geben und Nehmen. Also ganz, ganz eindeutig. Geben und Nehmen. Du hast so viel gegeben, gegeben, gegeben. Ja, nimm dir da auch Zeit. Für dich ist auch nochmal ganz wichtig. Lass es abchecken oder... Schau mal, ob du irgendwie, wenn du eine Kur brauchst, dann zu einer Kur gehst oder. Ja, du für dich weißt und kennst am besten deine Situation eben auch gerade, weil es sich hier unterschiedliche Themen eben auch zeigen. Und wir haben hier die vierte Kelche und schau mal, es ist in diesem Tarot, diese vier Kelche sind da. Es ist nicht da, dass es nicht gefüllt ist oder es ist nicht so, dass sie umgeworfen sind. Ja, also sie sind da, greife nach ihnen, es ist da. Du wirst Unterstützung haben, greife einfach danach, ja, rauszugehen aus einer Mangelsituation und die Selbstzweifel einfach eben auch loszulassen. Ganz, ganz wichtig für dich und du wirst aufgehen, du wirst aufblühen, also etwas, wo du wirklich dann aufblühen wirst. Es kann auch sein, dass es hier mit Nachtschicht eben auch zu tun hat, auch das. Kann es eben auch sein, im weiteren Verlauf wirst du definitiv durch diese Unterstützung eben auch aufgehen. Ja, du wirst aufgehen, blühen. Wir haben hier die Lotusblüte, ist zu, aber du wirst erblühen. Mach dir keine Gedanken. Alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich. Schau hier einmal weiter für die Wiedergeborenen. So, meine Liebe, ich schaue hier einmal für dich, was möchte sich hier für dich zeigen. Irgendwann werde ich da sein und dir beweisen, dass ich mich verändert habe. Und genau das möchte hier geschehen. Also es geht hier um eine Wiedervereinigung. Happy Birthday, jemand möchte dich überraschen. Jemand hat eine Überraschung für dich geplant. Oh, kann hier im Beruflichen sein. Jemand arbeitet an einer Überraschung oder du könntest an einer Überraschung eben auch arbeiten, ja? Aber generell ist es so, man möchte gemeinsam an eurer Partnerschaft, Verbindung arbeiten. Hier hat man sich rausgezogen, ja? Du entscheidest. Hier ist es etwas, was du entscheiden wirst. Weil hier kann es sein, dass viel zwischen euch in der Vergangenheit geschehen ist und hier brauchte jemand ganz, ganz viel Zeit. Man arbeitet hier hartnäckig. Es ist wirklich hartnäckiges Arbeiten, sehr viel Fleiß. Wunder. Schau mal hier, Wunder. Wunder möchten in deinem Leben geschehen. Wenn du an Wunder glaubst, dann wird hier einiges in deinem Leben geschehen. Mach dir nicht so viele Gedanken, was ist los? Oder jemand macht sich wegen dir Gedanken. Oh, es kann hier nochmal um Kinder auch gehen, für den einen oder anderen. Ja, also auch das. Oh, es kann sein, das ist ganz speziell, ob dass man Sorge hat, dass Kinder nicht akzeptieren. Das ist ganz, ganz speziell hier, ja. Hier mit dem vierten Schwert machst du dir zu viele Gedanken. Hier sind zu viele Gedanken, beziehungsweise diese Person, die dich überraschen möchte, macht sich ganz, ganz viele Gedanken. Schlaflose Nächte, wie könnte man dich überraschen? Man möchte dich überraschen. Und du hast ja bald Geburtstag, ja? Oh, man möchte dir etwas Wundervolles überreichen. Page, das kann hier mit Kindern im Zusammenhang stehen, ja? Also auch das. Aber hier in der Liebe oder generell, wie du hier schaust, hier geht es um eine Partnerschaft, um eine Zusammenführung. Das kann Seelenverbindung sein hier, ja? Oh, jemand, der lange an sich gearbeitet hat. Sehr hart. Jemand möchte dir etwas geben, woran man sehr, sehr lange gearbeitet hat. Jemand möchte dazugeben,
dir was dazugeben. Man möchte auch was leisten. Es kann hier sein, für eine Person, zwei Personen, dass jemand in finanziellen Schwierigkeiten war und irgendwie sich aus der Situation gezogen hat, ziehen musste irgendwie, sich die ganze Zeit schon Gedanken macht, weil man hier von dir genommen hat und. Man möchte nicht. Hier möchte man gemeinsam in dieser Partnerschaft daran arbeiten. Gemeinsam. Man ist ganz, ganz fleißig. Sehr fleißig. Ja? Der Page der Münzen kommt mit einem Angebot. Oh, man ist stolz. Jemand ist stolz, dir jetzt etwas repräsentieren zu können. Weil man so fleißig war. Und man hat hier ganz alleine daran gearbeitet. Und ist so stolz. Das ist, hier sagt man, es ist fertig. Schau mal, es ist fertig. Ja, so bekomme ich das hier rein. Man freut sich richtig. Es ist fertig. Oh, das kann hier mit Tag- und Nachtarbeit zu tun haben. Also wirklich ganz, 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 ganz viel hat man an etwas gearbeitet. Auch ihr gemeinsam. Wenn du jetzt schon in einer Partnerschaft bist, dann ist es etwas, woran man gemeinsam gearbeitet hat. Ja, man geht dann in die nächsten Steps. Zweite Kelche und der Hierophant. Ist eine heilige Verbindung, Versöhnung, Wiedervereinigung, Seelenpartnerschaft. Herzlichen Glückwunsch ist hier nochmal. Also man wird beglückwünscht. Auf einer Augenhöhe findet etwas statt. Ein Pokal. Man bekommt etwas überreicht für sehr viel Fleiß. Es ist Anerkennung. Man hat sehr viel Zeit an dieser Arbeit verbracht. Sehr viel Zeit. Ja? Die Hierophant. Ja, das kann jemand sein, wo man das, was ich zu Anbeginn sagte, auch jemand, der vielleicht nicht ganz ehrlich war, aber im Hintergrund eigentlich, du denkst vielleicht, diese Person war nicht ehrlich zu dir, aber im Hintergrund hat man daran gearbeitet. Ja? Die ganze Zeit, weil man möchte dir beweisen, schau mal, irgendwann werde ich da sein und dir beweisen, dass ich mich verändert habe. Hier hat jemand nicht ohne Grund sich aus der Affäre gezogen, nicht ohne Grund irgendwie dir was gesagt. Die ganze Zeit, weil man wollte etwas dazu geben, man wollte dir zeigen, ja, wie wert du diese Person bist. 7 der Schwerter hier, ja. Oh, jemand hat es hier sehr schwer gehabt. Und immer noch sind diese schlaflosen Nächte. Was haben wir hier? Kinder, ist die Vergangenheit. Hat hier mit der Vergangenheit etwas zu tun? Auch hier ist eine Versöhnung. Blümchen. Ansonsten ist das eine Person aus der Vergangenheit. Ja? Oh, hier hat man aber wirklich, also ich kann es immer wieder sagen, hier hat man sehr, sehr viel an einer Gegebenheit gearbeitet. Für dich. Deswegen hat man sich rausgezogen. Kann sein, dass ein bisschen Gemeinheit eben auch war, aber nicht so böswillig. Das war nicht böswillig, ja. Ach, der Kelche. Oh, jemand tut es sehr, sehr leid, dich verlassen zu haben. Das kann lange her sein. Da schau bitte für dich, ja. Ich sehe hier auch viel, was mit Kindern zu tun hat. Sehr viel. Und jetzt kommt hier diese Vereinigung zwischen euch. Alles, alles Liebe. Eine wundervolle Zeit hier für euch.